Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich euch die 5 Mini-Tins der Serie Paldea Freunde mitgenommen und jedes dieser Tins beinhaltet 2 Booster, eine Bildkarte und dann noch ein paar Sticker. Das heißt, die 2 Booster sind wahrscheinlich eher relevant für uns, der Rest wahrscheinlich eher weniger. Und ja, mit all diesen 5 Tins gemeinsam haben wir also dann 10 Booster, die wir dann heute aufmachen werden. Die Vorderseiten dieser Tins, die sind ja immer recht kunstvoll gestaltet und bei der vorigen Schwertschild war es ja so, dass da einzelne Trainerpersönlichkeiten oder halt generell wichtige Personen aus der Schwertschild-Serie vorne drauf zu sehen waren. Und hier ist es halt eben so, dass die Pokémon hier ins Zentrum gerückt werden. Allen voran natürlich die 3 Starter und dann halt noch ein paar andere maßgebende Pokémon aus dieser Serie. Ja, und damit hätte ich gesagt, lassen wir uns mal überraschen, was wir heute so alles ziehen werden und schauen wir einfach rein. So, hier sind die Tins mal wieder alle aufgelistet. Ich werde mal kurz alle herzeigen. Also hier haben wir vorne mit Pikachu drauf und dahinter sind 2 Chillingel, die gerade vermutlich irgendwie Unfug treiben wollen. Dann haben wir hier ein Quax, das gerade offensichtlich hier das Olini erschreckt und das dann Olivenöl im besten Fall absondert. Ja, hier haben wir dann ein Filori und ein Hefel, die miteinander spielen und irgendwie gerade da an einer Blume herumfummeln. Dann haben wir hier ein schlafendes Krokel, auch mit 2 kleinen Olinis dabei. Und das letzte ist mit Pamo und Ferkuli hinten drauf. Ja, und ich hätte gesagt, ich werde mich jetzt einfach von außen nach innen durcharbeiten. Und ja, mal schauen, wie man die am besten aufkriegt. Ah, okay, das geht eh recht einfach, hoffe ich. So, gut. Dann, da haben wir auch schon die Bildkarten, nehme ich an, sind das. Okay, eine hat hinten noch mehr draufstehen, die andere nicht. Dann, ja, das ist der Nachteil von diesen Mini-Tins, das sind immer etwas reingedrückt, die Booster. Die können dann leider teilweise auch mal die Ecken ja, verbogen sein leicht. Ja, ziemlich cool. Wir haben hier einmal bekommen Kamezin und Purpur und einmal strahlende Sterne. Ja, dann mache ich das gleich mal auf. Hier mit strahlende Sterne fange ich an. Und hier starten wir mit einer Feuerenergie, gefolgt von einem Staravia. Dann haben wir ein Boyelin, die Jagdhandschuhe, ein Pipi, ein Kikugi, Karadonis. Dann haben wir ein Krebskor, das gerade aus einem Baumstamm rausgekrabbelt ist. Ein Palimpalim. Dann haben wir Knilz auf unserem Reverse-Slot. Und die seltene Karte ist eine Forschung des Professors. Bin gespannt, ob dann in den anderen Tins auch jeweils dann hier die Kombination Kamezin Purpur und strahlende Sterne ist oder ob wir dann noch andere ziehen. Aber das sehen wir eh gleich. Hier wieder nur eine nach vorn. Und das ist eine Psychoenergie. Dann haben wir ein Phlegmon, ein Voltrel, ein Sengo, ein Glibunkel, ein Lokroko, ein Florges, ein Slimog und dann haben wir hier ein Cesuri auf unserem Reverse Slot 1, ein Floette auf unserem Reverse Slot 2 und die erste seltene Karte hier ist wieder eine Forschung des Professors. Interessant. Ja, das ist ein interessanter Zufall, dass bei beiden gerade dann Forschung des Professors hinten dabei war. Ja, ich hätte gesagt, wir lassen uns einfach überraschen, was hier dann als nächstes für Booster drin sind. In dem Pamo und Ferkuli Booster Tin. Okay,
Okay, hier haben wir dann wieder diese Karten. Und wir haben eben wieder ein Kamm in Purpur und nochmal strahlende Sterne. Okay. Ja, dann gehe ich mal stark davon aus, dass das in den anderen drei Tints dann genauso sein wird, dass es die beiden in Kombination geben wird. Und hier haben wir eine Pflanzenenergie. Und darauf folgt ein Klick-Klack mit Barry, der in seiner Full Art oder Trainer Gallery oder wie sie es dann hier nennen, ziemlich cool eigentlich aussieht. Cynthias Ehrgeiz. Gleich danach sind passenderweise ein Krupuk und ein Milzer, ein Bämon. Dann haben wir ein Magma, ein Riolu, ein Lapras auf unserem Reverse-Slot und die seltene Karte ist ein Idifas. Okay, also bisher eigentlich recht überschaubare Ergebnisse. Vielleicht ändert sich das jetzt ja. Und hier starten wir rein mit einer Elektroenergie. Gefolgt von einem Felori, ein Flatutu, ein Vipitis, ein Hunduster, dann haben wir noch ein Boelin, dann haben wir die Rüpel von Team Star, von denen gibt es auch eine Full Art Version, ein Lucario, dann haben wir Hypno auf unserem Reverse Slot 1, gefolgt von einem Knabon auf dem Reverse Slot 2 und unsere seltene Karte ist ein Lamus. Okay, ja, wir haben noch drei weitere Tins, wo wir hoffentlich was Gutes ziehen. Ich werde anfangen mit diesem hier, mit Krokel und den zwei Olinis. So, gut. Und hier haben wir eben auch wieder diese Karten hier. Und die, ja, dieselben Booster wieder. Kamis in Purpur und strahlende Sterne. So, und hier starten wir mit einer Pflanzenenergie. Gefolgt von einem Symbolar mit Lolas Vorahnung. Ein Pelzebub, die Phase 1 von dem, was wir vorhin gezogen haben, Bämon. Hier haben wir ein Sterndu, ein Riolu nochmal, ein Staralili, ein Rokumil, davon habe ich auch schon einige, ein Laukaps, sieht sehr lustig aus, wie der hier im Baum drin wartet. Dann haben wir Walgürtel auf dem Reverse-Slot, ziemlich coole Karte, kann sehr, sehr nützlich sein im Spiel. Und unsere seltene Karte ist ein Elevoltec. Gut, wir haben jetzt die Hälfte aller Booster durch. Also hier haben wir noch zwei drin, hier haben wir eins. Das heißt, 5 von 10 haben wir schon durch und dabei noch nicht wirklich irgendwas gezogen. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Und hier im Kamisino Purpur Booster starten wir mit einer Metallenergie, gefolgt von einem Gruff. Dann haben wir einen Moptif, einen Gladiantri, einen Schlickter, dann haben wir den Nestball, dann haben wir einen Patirisu, gefolgt von einem Picknickkorb, dann haben wir auf unserem Reverse Slot 1 einen Tentagra, auf dem Reverse Slot 2 haben wir einen Schlickdri und die seltene Karte aus diesem Booster ist ein Gladimperio. Leider auch nur in der normalen Version und nicht in der Full Art Version. Wir haben jetzt mehr als die Hälfte durch. Bisher eigentlich noch nichts wirklich gezogen. Wäre sehr schade, wenn das so weitergeht, dass wir halt hier wirklich gar nichts ziehen.
Hier haben wir wieder diese. Nur eine diesmal. Okay, hätten wahrscheinlich zwei sein sollen. Achso, die steckt hier im Deckel. Gut, ja, hier haben wir wieder einmal Karmesin-Purpur und einmal strahlende Sterne. Die letzten vier jetzt. Und hier starten wir mit einer Elektroenergie, gefolgt von dem Magma-Becken. Dann haben wir einen Krebutak, einen Hyperball, den man immer sehr gut brauchen kann. Dann haben wir ein Zwirrlicht, ein Porenta, ein Oval, dass das hier gar nicht ausrinnt, finde ich interessant. Dann haben wir einen Slimer, ein Sneeber. Auf dem Reverse-Slot haben wir ein Luxio und mit etwas Glück haben wir jetzt eine gute seltene Karte, ein Raichu V. Das ist zumindest mal ein recht guter Start. Raichu V ist ja auch in einigen Decks, wird das sehr gerne verwendet, aufgrund seiner Angriffe. So, ich glaube jetzt kann man das sehen. Ja, finde ich cool. Und vor allem, es freut mich, dass wir offensichtlich jetzt nicht komplett leer aussteigen. Also ist auf jeden Fall mal ein guter Start. Bin gespannt, was wir jetzt hier drin bekommen. So, hier starten wir mit einer Psychoenergie, gefolgt von einem Tusker, mit einem Ganovil danach. Dann haben wir ein Voltilam, ein Salanga, ein Voltrian, dann haben wir ein Schlaraffel, das gerade irgendwelche Süßigkeiten klaut oder Bären. Dann haben wir ein Rabigator. Auf unserem Reverse Slot 1 haben wir den Energiezugewinn. Der Reverse Slot 2 hat ein Resladero für uns und die seltene Karte ist ein Olitena. Gut. Und damit wären wir auch schon beim letzten der Minitins. Es ging schneller als gedacht. So, hier drin haben wir dann wieder diese Karten und Sticker. Und die letzten beiden Booster. Wieder Karmesin Purpur und strahlende Sterne. Ja, vielleicht haben wir noch Glück. Vielleicht bleibt es auch bei dem einen Raichu hier. So, unser vorletztes Booster beginnt mit einer Unlichtenergie, gefolgt von einem weiteren Krebutak. Dann haben wir die Stadionruine, dann haben wir ein Lepumentas, dann haben wir wieder ein Karadonis und noch ein Krebskor. Dann haben wir ein Golbit, oder eigentlich zwei, gefolgt von einem Palimpalim. Dann haben wir ein Panflam, das ist eine Karte, die ich auch schon länger nicht gesehen habe. Dann haben wir ein Slimer auf dem Reverse-Slot und die seltene Karte ist ein Klick-Di-Klack. Okay. Dann sind wir auch schon beim letzten Booster für heute. Wieder Karmesin Purpur. Und beim letzten Booster starten wir rein mit einer Pflanzenenergie, gefolgt von einem Kroche. Jetzt haben wir auch alle drei Starter heute schon gezogen. Dann haben wir ein Traumato, dann haben wir Nemila in der normalen Version, dann haben wir ein Ferkuli, das hier aus der Lacke trinkt, dann haben wir ein Rabigator, das haben wir heute auch schon ein paar Mal gesehen, dann gibt es ein Flamingo, gefolgt von einem Forstelka, von dem es in Zukunft auch eine terrakristallisierte Form geben wird, dann haben wir Medite auf dem Reverse Slot 1, gefolgt von einem Gardevoir X in der Art Rare Version. Das
Und ein Arcani EX dahinter auch noch versteckt. Das ist ein wunderbarer Abschluss für diese Minitins. Ich freue mich riesig darüber. Das sind zwei echt klasse Karten. Und vor allem auch das Arcani, das ist eine Karte, die ich bisher noch gar nicht hatte. Wirklich ein sehr, sehr guter Abschluss. Nehme ich deswegen auch gerne in Kauf, dass wir bis hierher eigentlich gar nichts gezogen haben. Außer dem Raichu halt hier. Und jetzt dann am Schluss auch noch mit einem Doppelschlag aufhören. Das ist ein sehr passendes Ende, finde ich. Ja, mit den Minitins Paldea Freunde sind wir jetzt durch. Wir haben aus den 10 Boostern hier drei gute Karten gezogen. Ein Raichu V, ein Gardevoir X in der Spezialartform und ein Arcani X in der normalen Form, das terrakristallisierte Arcani X. Ich bin an sich durchaus zufrieden mit dem Puls, die wir hier hatten. Mit Arcani habe ich ja eine Karte, die ich noch nicht hatte. Gardevoir X in dieser Version ist natürlich auch immer ein sehr, sehr begehrter Hit, den man haben kann. Und man darf ja nicht vergessen, man hat ja jetzt auch noch dann diese Minitins hier, die man verwenden kann, um, weiß nicht, wenn man zum Beispiel spielt, Würfel und Spielmarken aufzubewahren oder ob generell einfach irgendwas anderes damit zu machen. Also das hat man ja auch. Ja, und wenn mit den Bestellungen alles gut geht, dann geht es nächste Woche weiter mit dem neuen Set, Entwicklungen in Paldea. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es nächste Woche weitergeht, dann am besten auch gleich abonnieren mit der Glocke dazu. Bis dahin viel Glück mit eurem Puls. Hoffentlich bekommt ihr die Karten, die ihr alle gerne hättet. Und wir sehen uns dann einfach wieder im nächsten Video. Euer Kartenkönig.